Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus meiner Gold-Tagebuchreihe präsentieren. Wir wollen jetzt mal wieder angucken, was ich in den letzten Wochen so an Gold eingenommen habe. Und ja, das ist jetzt die letzte Aufnahme von dem Gold-Tagebuch, bevor dann Dragonflight wirklich live geht. Heißt, in 2 Tagen ist quasi die Expansion live. Jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, wo der aktuelle Stand ist vor der Expansion. Und dazu habe ich jetzt einen gewissen kürzeren Zeitraum, sonst sind es ja immer 4 Wochen, also etwa einen Monat. Und jetzt sind es, glaube ich, nur 2,5, 3 Wochen, irgendwie sowas um den Dreh rum. Dementsprechend, ich habe jetzt auch nicht mehr sonderlich viel gecraftet. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel beim Mage mal reingucken, sind es nur knapp 300 Verkäufe, sonst sind es ja 1000 aufwärts. Hat so den Hintergrund, ich habe jetzt die letzten 2, 3 Wochen nichts mehr Neues gecraftet. Ich habe jetzt nur noch den alten Ramsch, den ich überhaupt abverkauft, weil, sind wir ehrlich, wenn Dragonflight raus ist, wer kauft noch einen Legendary-Gegenstand? Wer kauft noch 233er Gear? Das Zeug ist halt Ramsch, ne? Ich habe jetzt versucht, noch alles loszuwerden und ja, ein bisschen was habe ich jetzt hier schon noch rumliegen, wenn wir jetzt einmal ins Auktionshaus reinschauen. Ist es noch das ein oder andere? Warte mal, hier sehen wir es, glaube ich, meine Auktionen. Ich habe jetzt noch zum Beispiel mit dem 500 Aktionen fast drinstehen. Theoretischer Goldwert 10 Millionen, aber ne, ich denke mir, ihr wisst alle, das meiste Zeug von dem aktuell Content-Gedöns ist dann nicht mehr sonderlich viel wert. Ich habe aber auch ein paar T-Mog-Sachen drinstehen und ja, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was raus aus dem Stuff, aber jetzt habe ich quasi mit Shadowlands abgehakt und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in den verschiedenen Twinks rein, was wir so rausgezogen haben und wo wir dann am Ende stehen. Bevor wir das aber machen, schauen wir in die Goldliste. Ich mache sie vielleicht einen Ticken größer für die Rentner unter uns. So, jetzt. Ich denke mal, das ist eine angenehme Größe. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir waren beim Main-Account bei 21.917.000, das Ganze ist immer in 1000er Stellen, und beim Second-Account bei 26 Millionen und ein paar zerhackten. Overall sind wir dann bei 47.935.000 gewesen. Hier seht ihr immer das, was ich plus oder minus gemacht habe. Ihr seht da mal einiges minus gemacht, liegt aber daran, weil hier quasi nicht rausgerechnet sind die Konsumausgaben. Konsumausgaben sind immer hier hinten mit dabei. Das sind quasi die Ausgaben, die ich habe, die ich irgendwelche Pets kaufe, Toys, Mounts, irgendwelche anderen Sachen. Also alles Collectibles, was jetzt nicht mit dem Goldmaking zu tun hat. Und das rechne ich quasi raus. Und dann sieht man hier quasi den wirklichen Gewinn oder Verlust. Und ja, der ging natürlich immer ein bisschen runter. Teilweise waren wir ja hier mal in einem Monat bei 40 Millionen, ne? Das waren hier die glorreichen Zeiten, als dann der Patch rauskam mit 9.2 und der neue Raid, da waren die Legendaries ja relativ weit oben und dann seht ihr, geht es immer so ein bisschen weiter runter, dann noch 9, 8 Millionen, 7 Millionen, 4 und hier war es letzte Mal noch 1,6, also relativ mager. Mal gucken, was jetzt noch rauskommt. Wie gesagt, neues Zeug habe ich nicht mehr gecraftet, nur noch den alten Ramsch abverkauft. Wenn wir noch 1 Million rausziehen, ist schick, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ich habe natürlich wieder einen Haufen ausgegeben, 3-mal habe ich quasi ein Waste-Video aufgenommen. Die seht ihr auch, wenn ihr wollt, auf meinem YouTube-Kanal. Was ich da genau gekauft habe, wird da aufgedröselt. Und ja, zusammen sind die 3 Käufe immer über 1 Million. Und da haben wir insgesamt 3.916.000 an Konsumausgaben. Ich würde jetzt mal knapp behaupten, dass wir das nicht reinholen werden, die Konsumausgaben. Aber mal gucken. Wo sind wir jetzt am aktuellen Stand? Ich habe auf Main noch aktuell 19,2 Millionen und auf dem Second Account, den wir hier rumstehen haben, haben wir noch 26,9, also ja, fast 27, also sind wir so Pi mal Daumen irgendwo bei 46 Millionen noch, ne? Das Ding ist, ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass die Daten aufs Gold genau stimmen. Ich musste jetzt das ein oder andere Mal die ganzen Add-ons mit meinen Twinks ausmachen. Und es kann sein, dass der ein oder andere Char noch ein bisschen mehr oder weniger Gold hat. Aber das sind meistens dann keine Chars, die Unmengen an Kohle rumliegen haben. Also weiß ich nicht, ob All the Things jetzt da, All the Things sage ich, Alcoholic jetzt alle richtigen Daten hat, weil ich es halt schlichtweg teilweise ausgeschalten hatte. Weil jetzt mit dem Pre-Patch doch einige Add-ons Probleme verursacht haben. Genau, so viel dazu. Und ich habe auf dem Dritt- und Viertel-Account, den ich ja aktuell für das T-Mog gefahren mir noch hatte, teilweise noch Test-Chars rumstehen, die noch ein bisschen Gold haben. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch irgendwo auf
Raven's Crest habe ich noch 30k, auf Twisting Nether habe ich glaube ich noch 41, auf Arthas habe ich noch 244k und Kazakh sind es auch nochmal 30. Ja, das sind jetzt nicht die Riesenbeträge, es sind vielleicht zusammen ein bisschen über 300.000. Also das fällt jetzt nicht riesen ins Gewicht, aber da habe ich auch noch ein bisschen was rumliegen und ja. Aber das werden wir jetzt hier nicht mit einbeziehen. Wenn ich da jetzt auch nochmal zusammenzähle, dann brauchen wir zu lang. Gut, ich würde sagen, wir starten mal durch. Fangen wir einmal mit meinem Main-Account an, mit meinem Main. Und ja, ich kann euch jetzt den Chat leider nicht hochziehen, weil ich das Chat-Addon aus habe und das Blizzard Standard irgendwie immer nicht so ganz möchte. Egal, aber dann schauen wir es uns einfach hier drin an. Scrollen wir mal runter und gucken mal. Achso, ich habe auch das Addon nicht an, wo mir das Gold insgesamt zusammenzählt. Ja, perfekt. Aber wir können es uns ja etwa ausrechnen. Ich habe 3.145.000. Und ja, was habe ich jetzt mit dem verkauft? Natürlich die restlichen Legendary-Teile. Ich habe mit Main sowohl Schmied als auch Lederer, ne? Habe die Schmiede-Legendary-Base-Pieces verkauft, die Leder- und Kettensachen. Und das halt meistens von Rang 4 bis 7. Klar, die älteren Ränge hatte ich auch noch ein bisschen was auf der Bank. Die habe ich nämlich jetzt auch unter anderem ausgeräumt. Habe mal alles, was ich nicht mehr brauche, von der Bank rausgeschmissen. Jetzt so ein bisschen als Vorbereitung zum Addon. Teilweise habe ich jetzt hier auch Mats drin. Ihr seht Hornbälke. Diesen ganzen Matt-Gedönse habe ich auch rausgehauen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, hey, Mats in dem Zeitpunkt jetzt zu verkaufen, ist eigentlich nicht so clever. Und da stimme ich auch zu, weil theoretisch günstiger als die Mats jetzt am Ende von der Expansion wären sie nicht mehr. Die werden jetzt rauschen sie richtig ab, weil niemand die mehr braucht, die werden richtig günstig und irgendwann in späteren Patches, wenn hier keiner mehr farmt, werden die wieder teurer. Bei mir ist es aber so, das macht so wenig aus von meinem insgesamten Gold, ich will jetzt einfach nur loswerden, dass mein Bank frei ist, dass mein Inventar frei ist, weil so schön sah das selten aus und ja, deswegen habe ich das jetzt alles wegverkauft. Viel kam da jetzt nicht rum, wir haben fast 1 Million haben wir gemacht, ne? Was haben wir gesagt? 345 hatten wir und jetzt sind wir bei 4.139.000. Also fast 1 Million haben wir da jetzt rausgezogen. Ist nicht viel, aber ist okay. Dafür, dass wir den restlichen Ramsch noch verkauft haben und ihr habt ja gesehen, ein paar Sachen sind noch drin. Also das Zeug muss ich dann halt noch so nach und nach loswerden. Ne? Da sind auch noch viele 230er Items, 233er Items drin. Vielleicht kriege ich noch das ein oder andere als T-Mog mit. So über die Expansion werde ich schon viel hoffentlich noch loswerden. Gut, dann loggen wir gleich mal weiter. Und zwar habe ich noch auf dem Main-Account zwei weitere Chars, wo ich Stuff habe. Einmal auf Lothar haben wir den Hexer, da verkaufen wir allen möglichen Mist mit. Und dann haben wir noch den Charmy. Aber bis wir jetzt bei dem eingeloggt sind, schauen wir da mal auf den Second-Account. Und hier habe ich quasi so mein Anführungszeichen Crab-Char. Sonderlich viel hat er jetzt nicht mehr verkauft. Mit dem habe ich halt alles Mögliche an Mats, die überbleiben. Der ist jetzt hier zum Beispiel auf Antonidas und irgendwelche T-Mog-Teile hat der noch dabei und oder auch Pets. Ihr seht hier Indigo habe ich verkauft. Ich meine, das ist von der Kyriana Arena. Für 85k ist nicht schlecht. Das Pet habe ich so oft, ne, mittlerweile, weil ich diese Kyriana Arena mit, glaube ich, 5 Chars komplett durchgespielt habe für die ganzen Rüstungsklassen und dann nochmal mit Main auch noch. Und ja. Da kommt jetzt auch ein Ticken was zusammen. 217.000 haben wir da gemacht. Viel ist es jetzt nicht. Aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Achso, warte mal. Schauen wir mal hier rein, was jetzt da noch drin ist. Da habe ich jetzt noch 300 Auktionen drin. Und ihr seht, das hier sind alles irgendwelche T-Mog-Sachen. T-Mog verkauft sich halt eher langsam. Viel seht ihr auch, hier sind immer die gleichen Items drin. Die sind auch relativ teuer. Das sind alles von diesen Inselexpeditionen. Denn ich habe mal vor einer Weile die ganzen Marken ausgegeben, die ich da noch hatte. Rückwirkend wäre es cleverer gewesen, nur ein paar auszugeben und nicht alle auf einmal, weil ich halt so viele von den gleichen T-Mog-Teilen jetzt habe und dann mit so ein bisschen das Aha überflute, ist nicht so ganz clever gewesen, aber ich wollte die alle mal loswerden, die Marken, und naja, jetzt habe ich da halt einen Haufen von dem Stuff. Ja, ab und an verkauft sich was, aber das ist halt eine langwierige Sache. Gut, also hier haben wir auch nochmal 200k, dann loggen wir mal weiter, und zwar habe ich noch einen Hunter und einen Monk hier auf Antonidas, mit denen crafte ich auch normalerweise Sachen, Haus in Sahar, da habe ich die Craftberufe Schmied, Lederer, Juwe und Schneider mit den beiden. Da habe ich natürlich jetzt auch nichts mehr Neues gecraftet, sondern eigentlich nur noch großartig abverkauft. Die Geschichte ist, ich hatte noch ein paar von diesen Tokens, also zum Beispiel diese Upgrade-Tokens für die Legendary, wo man dann plus 3 oder plus 2 upgraden konnte, die habe ich natürlich selbstverständlich schon noch aufgebraucht, ne? Also, da habe ich mir dann nochmal ein paar Mats gekauft, die Dinge aufgebraucht, weil das Teure sind diese Upgrade-Tokens. Und
dementsprechend sind die Mats im Verhältnis nicht sonderlich hohe Kosten. Und ja, dasselbe habe ich dann auch mit den 233er Items gemacht, beziehungsweise mit den 262er, da verkaufe ich ja auch dieses normale Gear, was man zum Leveln brauchen kann oder zum ganz normal Endgame-Content, was in Shadowlands für den einen oder anderen Twink vielleicht auch gut war, aber ja, da sind natürlich die Preise auch in vielerlei Hinsicht gedroppt. Ein paar Sachen sind zwar wieder ein bisschen hochgegangen, ne? Ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht das Kettengear ganz gut an diese neue Flut an Evoker verkaufen kann. Aber da die ja schon relativ hoch mit dem Item-Level aus ihrer Starting-Zone rauskommen, hat sich das leider auch erledigt gehabt. Gut, jetzt haben wir hier den Hunter. Der hat einmal Juve und Lederer, genau. Mit dem haben wir jetzt hier 461 Verkäufe. Der hat ein bisschen viel Gold, sehe ich gerade. Das wird wahrscheinlich gar nichts, dass wir alles rausnehmen, oder? Ja, fangen wir einfach mal an. Der ist nämlich knapp am Cap. Hier haben wir tatsächlich sogar noch ein paar teure Sachen verkauft. 26k mal 14k, 44, 33, da haben wir auf jeden Fall gut Gewinn gemacht. Haben anscheinend doch noch ein paar Leute Legendaries gekauft, ne? Schau mal an. Hätte ich nicht gedacht. Was, 400? Warte, Moment, was habe ich denn hier für 400k verkauft? Ach, ich habe diese blöden Splitter noch verkauft, die ich hatte, ne? Die wollte ich loswerden. Da hatte ich noch irgendwie ein paar hundert. Wollte gerade sagen, was habe ich denn für 400k verkauft? Das sind die Splitter, die man beim Händler kaufen kann. Das Witzige ist, einen Splitter kann ich beim Händler für 100 Gold kaufen, ne? Mit dem Discount. Was? Was? Hätte ich das schon früher gewusst, dass Leute das kaufen? Bin ich jetzt gerade dumm oder habe ich da einen richtigen Gewinn gemacht mit dem Ding? Ich glaube schon, ne? Weil im Normalfall... Normalfall würde das ja dann... also wären es ja dann 394.000. Ich habe es für 478k verkauft, ne? Einfach mal 80k gemacht von dem Item, was ich beim Händler gekauft habe und ins Haar gestellt habe. Alles klar. Ja gut, manchmal läuft das. Jetzt muss ich mal gucken auf... Ach, okay, das zeigt mir jetzt hier natürlich nichts an, weil ich das Addon auch aus hatte bei den Twinks. Aber jetzt kann ich das Gold vielleicht mal irgendeinem anderen Char noch kurz weiterschicken, dass wir das zumindest schon mal wegkriegen. Weil sonst haben wir da ein bisschen ein Problem. Ich merke gerade, mein WoW will nicht so ganz. Perfekt. Ich sag's euch, das ist aktuell mit den Addons so ein Gefrett, vor allem mit TSM, ne? Das ist ja mein Haupt-Addon zum Einstellen. Ich hatte vorher, war ich im Schlund ein bisschen unterwegs, wollte einfach nur so mal ganz gechillt ein bisschen mit dem Goblin-Gleiter wo runter segeln, hab einmal, bin auf irgendwo ganz hoch zu einer Spitze, hab meinen Borgeta-Toy eingesetzt, um mich hochzuschleudern. Um dann einmal schön mit dem Goblin-Gleiter über den ganzen Schlund zu segeln. Das Ende vom Lied ist, ich drücke den Goblin-Gleiter, der Goblin-Gleiter schmeißt eine Fehlermeldung und zack, ich liege irgendwo im Dreck und kann wieder quasi schauen, dass ich mal in meinen Stiege hier rankomme, dass ich dann nicht mehr gekriegt habe. Das war sehr schön. Auch hier scheint jetzt das Ganze ein bisschen abzukacken, was sehr ungünstig ist. Ich hoffe, das hängt wieder. Naja, beim anderen backt es auch rum. Ach, ich liebe es. Seit dem Pre-Patch, ne, sind meine ganzen Addons alle ein bisschen am Sack. Ja, ich hoffe, mein WoW kackt jetzt nicht komplett ab. Gut, ich glaube, mein WoW hat sich verabschiedet. Sehr schön, dann loggen wir da mal nochmal ein. Und mein zweites WoW, das will leider auch nicht so ganz. Was ein bisschen blöd ist. So, Dalla, ich hoffe, jetzt klappt wieder alles. Ich musste jetzt ein paar Mal WoW neu starten, weil irgendwie die Addons alles hier durcheinander wirbeln und mich ständig zum Disconnecten bringen. Aber jetzt können wir hoffentlich das restliche Gold rausnehmen. Ich habe jetzt schon mal nebenbei ein bisschen was rübergeschickt, noch auf einen anderen Char nochmal 4 Millionen, dass wir hier ein bisschen was auch noch rausnehmen können. Und ja, was habe ich jetzt hier noch alles verkauft? Ein bisschen Leder und ein bisschen Juve-Sachen. Vor allem halt die Legendary Base Pieces, ne? Dann 233er Item und 262er. Es ist sogar noch ein bisschen was weggegangen, ne? Also kann man gar nichts sagen. Können dann auch gleich nochmal gucken, was ich noch jetzt sonst nur über habe im Auktionshaus. Ein paar Sachen werden es jetzt sicher noch sein, aber wie gesagt, neu hergestellt habe ich hier nichts mehr. Also das sind ja alles noch Restbestände. Das Ding ist, ich habe sogar noch ein paar 230er-Items, ne, die also in Content-Patch weiter vorne waren.
Und ab und an verkaufe ich von denen schon auch noch ein bisschen was. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Mal in TSM einmal rein. Na gut, 282 Items. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel, ne? Ihr seht hier die ganzen Legendary-Teile. Ah, mal schauen, ob ich noch irgendwas verkaufe von dem Ramsch, aber wahrscheinlich wird das eher weniger was werden. So. Gucken wir mal. Einen Char habe ich jetzt hier noch. Na gut, jetzt sind wir hier schon auf 29, ne? Ich habe jetzt nochmal 4k auf den Druid rüber geschickt. Halt nicht den, sondern den anderen, wo wir vorher waren. Antonidas. Warum ist denn Antonidas hier auf den hier? Und ja, mal gucken. So, jetzt loggen wir dann noch einmal um auf meinen Monk. Und während wir auf dem Monk sind, können wir schon mal beim Warlock noch ein paar Sachen rausnehmen. Der ist hier auf Lothar auf meinem Main-Account. Ihr seht, sonderlich viele Sachen hat er nicht. Da habe ich jetzt auch ein paar Crafted-Sachen gehabt, die noch rumlagen und halt hauptsächlich auch irgend so ein Stuff, den ich irgendwo gekriegt habe mit Mats und allen möglichen Gedöns. Viel ist es nicht. Gut, was kam da jetzt rum? 52k, ne? Also, das ist eher zu vernachlässigen. Dann loggen wir hier auch um. Und zwar habe ich auch noch auf dem Shami ein paar Ringe gehabt und Halsketten, die ich gecraftet habe. Und da können wir auch mal noch gucken, was da noch so drin ist. So, auf dem Monk sind wir jetzt auch schon eingeloggt. Gut, mit dem haben wir jetzt auch noch 265 Items verkauft. Der hat halt Schmied und Schneider. Und auch da habe ich die paar letzten Legendary-Dinger rausgehauen. 262, 233er Items. Ah, gut. Knappe 300 Sachen. Ist jetzt nicht sonderlich gut, aber ne. Da müssen wir jetzt mal schauen, was noch im Auktionshaus ist, wie viel ich noch über habe. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann die nächsten Tage den ganzen Ramsch nehmen, auf meinem Crap-Verkaufschar schicken und einfach nur immer alle paar Tage mal ins Aha hauen und mal gucken, über die Zeit gehen dann schon ein paar Sachen weg. Vielleicht werde ich die Legendary Base Pieces auch wegschmeißen, das muss ich mal gucken. Die haben nicht sonderlich hohe Einstellkosten, ne? Also das ist, glaube ich, ein Silber oder so, das ist relativ günstig. Ach Mist, jetzt bin ich mit dem auch am Cap, das ist natürlich blöd. Dann schicken wir jetzt an den Tela auch nochmal 3 Millionen rüber. Gold. Den Rest rausnehmen können hier. Ja, die hatten jetzt halt kaum mehr Ausgaben, ne? Also, wenn du halt nicht mehr großartig neue Mats kaufst, dann wird das Gold halt auch nicht weniger. Okay, dann locken wir jetzt um, holen das eine Gold bei dem Druid noch raus und dann schauen wir mal, was wir für einen Endbetrag haben. Und bei dem Shami hatten wir jetzt auch noch mal ein bisschen, was ihr seht, ein paar Ringe habe ich verkauft. Hier sind sogar die Preise relativ hoch, ne? Also die Mattkosten sind die gleichen wie auf allen Servern mittlerweile. Aber da wird halt wenig verkauft auf so einem Low-Pop-Server. Gut, jetzt kann ich eigentlich hier schon mal gucken, was jetzt der Endstand auf dem Main-Account ist. 20.488.000. Das können wir jetzt gleich schon mal hier eintragen. Also 20.488.000. Und auf dem Second Account bin ich auf dem Druid schon mal an. Nehmen wir das noch raus und dann gucken wir auch, was wir haben. Da sind wir bei 30.725.000. Also ich weiß nicht, irgendwas passt doch da nicht. Irgendwas passt doch da nicht. Also angeblich habe ich ohne die Konsumausgaben 7 Millionen plus gemacht. How? Also es sieht gut aus, ne? Aber ich glaube, dass irgendwie da was nicht ganz stimmt bei den Werten vom Alcoholic. Weil ich dementsprechend die Addons zwischendrin ausgemacht habe. Also irgendwas ist da fishy. Ich kann gar nicht so viel Plus gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe nicht so viel verkauft eigentlich. Irgendwas ist da komisch. Aber gut, jetzt nehmen wir es mal so hin. Aktuell haben wir dann quasi jetzt 51 Millionen Gold. Und Plus haben wir gemacht 3,2 Millionen. Die Konsumausgaben waren ja 3,9 Millionen. Wenn die nicht gewesen wären, hätten wir mit dem ganzen Gecrafte 7 Millionen plus gemacht. Gut, es kann natürlich
deswegen sein, dass wir jetzt im verhältnismäßig so viel mehr Plus gemacht haben, weil ich halt keine Ausgaben mehr beim Craften hatte. Ne? Ich habe jetzt nur noch Zeug abverkauft, sonst hast du ja immer Craft-Ausgaben. Vielleicht rührt das daher, aber selbst das, glaube ich, deckt es nicht. Also irgendwas ist da auf jeden Fall fishy, aber ich nehme es jetzt mal so her. Heißt, Startgold für Dragonflight ist jetzt aktuell 51 Millionen. Ich denke mal, damit kann man was machen. Kann ich mich, denke ich mal, ein bisschen in die neuen Berufe einkaufen und das ein oder andere da hochskillen. Und dann können wir schauen, ob wir das Gold wieder ein bisschen höher kriegen. Dass wir es wieder in dem Bereich mit 200 Millionen, das war natürlich was, dass wir da wieder hinkommen. Gut, das speichern wir einmal ab. Dann sind wir damit am Ende von der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in Dragonflight wieder. Und dann schauen wir mal, was man da dann an Gold machen können. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.